Heute hat meine Frau da was vorbereitet. Meine Frau ist Brasilianerin. Das sind Kutteln, nenne ich die sich. Sieht man wohl bei uns auch, aber muss man dann extra mit Skarai anfahren. Gut, wir haben sie jetzt in Frankreich geholt. Ich habe sie jetzt mal geschnippelt. Cabanossis, die gibt es dann auch in Brasilien immer. Kriegt man halt bei uns auch zu kaufen. Paprika, dann Zwiebeln und Lauch. Alles schön geputzt. Und etwas Knoblauch. Hola, soy Ivone, moro na Alemanha. Estou preparando hoje um almoço. Uma receita para o meu esposo do Brasil, dobradinha. Meine Frau, die hat jetzt gerade gesagt, sie hat frischer Knoblauch reingemacht. Das kann man dann auch bei meinem Kanal sehen. Knoblauchpaste selbst machen. Allerdings jetzt nicht so viel, so ein Teelöffelchen voll. Also zuerst haben wir den Speck angebraten. Dann ist reingekommen die Kutteln, dann Zwiebelknoblauch, Paprika. Und jetzt kommt dann, meine Frau macht jetzt gleich Tomaten. Soße dabei. Eu fiquei com o bacon, cebola, alho. Depois eu coloquei creme de alho para dar um sabor gostoso. Coloquei pimentão, cebola, purê. Agora eu vou colocar um pouco de tomate. Tomate sauce. Esquejo um vaso. Escaldinho de carne. Para dar um gosto na dobradinha. Só um pouquinho de muscat-nuss rein. Pimentão picante, vou colocar só um pouquinho, não ficar muito picante, variada. So, Frau Vetter noch rein, was halt gut schmeckt, mit Reis dazu oder mit Kartoffeln. Pode comer a dobradinha, que é muito bom. Pode comer com arroz e batata. Das Ganze wird jetzt ungefähr so 30 Minuten köcheln gelassen, dass es gut durchzieht. 30 Minuten para cozinhar a dobradinha. Das hat jetzt ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde geköchelt. Und ja, jetzt wird es nochmal ein bisschen köcheln gelassen, dass die Würstchen warm werden. Ein bisschen durchziehen lassen. Das sind ja vorgekochte Rindswürstchen. So, das Essen ist nun fertig. Ich habe es selbst noch nie probiert. Ich werde es jetzt mal probieren. Und bis zum nächsten Mal.